Hallo meine Lieben, hier ist wieder eure Uli vom Kanal Makramee. Schaut mal, was ich hier für Schönes für euch habe. Ist ein bisschen Wanddeko oder Geschenkeanhänger, vielleicht auch fürs Fenster zum Aufhängen oder aber auch für den Weihnachtsbaum, wie ihr das gerade machen möchtet. Ich zeige euch mal, was ihr dafür braucht. Ich habe hier eine kleine Korbplatte. Dann braucht ihr einen kleinen Holzring, ein paar Stecknadeln, eine kleine Schere, eine Heißklebe Pistole und natürlich Kordeln braucht ihr. Da haben wir einmal 18 Kordeln, 3 mm stark und 53 cm lang. Dann zeige ich euch jetzt mal, wie das Ganze geht. Es ist ganz einfach, das schafft ihr auf jeden Fall. Auf jeden Fall Anfänger geeignet. Ihr nehmt dann die erste Kordel, teilt sie in die Hälfte und macht sie mit einem Buchtknoten am Ring fest. Und das macht ihr mit allen 18 Kordeln. So, jetzt werde ich nicht weiter reden, schaut es euch in Ruhe an. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Die Maßangaben findet ihr wie immer unter meinem Video. Also bis dahin, eure Uli vom Kanal Makramee. Ciao, ciao.
Musik.